Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Mirage. Wir sind ja mittlerweile im Bruderschaftshaus angekommen und sollen als nächstes die Aufständischen kontaktieren und Beschi finden. Aber ich bin der Meinung, ich schaue mich jetzt erstmal hier ein bisschen um. Mal schauen, ob es was zu finden gibt. Unten ist es ja schon alles erforscht sozusagen und wir sehen überall, oh ja, hier müsste mal durchgewischt werden. Ah ja, ein Kodex aktualisiert. Jo, so, soweit, soweit gut. Gibt es jetzt hier nichts mehr? Dann gehen wir mal nach unten und werden uns in ein Gespräch verwickeln lassen. Ritzy? Gibt es noch irgendetwas, das du mir über Shari erzählen kannst? Warum sollte sich Nur dafür interessieren? Die Menschen dort sind stumme Unterstützer der Aufständischen. Einfache Leute. Arbeiter. Händler. Wenn ich so darüber nachdenke, Nur erwähnte tatsächlich einen neuen Kontakt. Einen Händler. Vielleicht wohnt er in Shari, bei den Lederfärbern der Manufaktur. Ich werde nach einem Stand Ausschau halten. Okay, können wir nochmal was mit ihr besprechen? Gibt es noch irgendetwas, das du mir über Shari erzählen kannst? Warum sollte sich Nur dafür interessieren? Die Menschen dort sind stumme Unterstützer der Aufständischen. Einfache Leute. Arbeiter. Händler. Wenn ich so darüber nachdenke, Nur erwähnte tatsächlich einen neuen Kontakt. Einen Händler. Vielleicht wohnt er in Shari, bei den Lederfärbern der Manufaktur. Ich werde nach einem Stand Ausschau halten. Okay, also nur einmal, aber aus irgendeinem Grund bleibt dann doch das Sprechen noch übrig. So, ich möchte eigentlich mal hier ein bisschen erstmal die Karte erkunden, mich mal ein bisschen orientieren. Wichtig ist eigentlich auch immer am Anfang, dass man hier sich die Aussichtspunkte holt, um einfach auch ein bisschen die Karte aufzudecken, um zu sehen, wo man denn so alles hin muss oder was findet. Da wäre zum Beispiel hier ein Punkt. Und da hätten wir dann schon zwei Aussichtspunkte. Mhm, okay. Und ansonsten ist das hier das Questziel. Jo. Ja, das werden wir auf jeden Fall auch machen. Aber ich würde jetzt erstmal ein bisschen hier durch die Gegend gehen und mal schauen, dass wir hier die Aussichtspunkte einnehmen. Und dann tun wir uns auch ein bisschen, glaube ich, leichter. So, Dele, dann gehen wir mal. Mischen wir uns unter das Volk. Hier lang. So, jetzt bin ich mal überlegen. Müssen wir eigentlich alles laufen oder können wir eigentlich auch unser Pferdchen rufen? Ja, und zwischendurch vielleicht... Ja, und zwischendurch ein kleines bisschen Geld verdienen. Ups. Oh, Gefallensmünze. Das hat sich doch ein bisschen gelohnt. So, wo müssen wir eigentlich lang? Andere Richtung. Diese Richtung. Okay. Dann schauen wir mal. So, Dille. Und dann schauen wir mal, ob wir unterwegs uns ein bisschen... Ja, also. Kamel oder Pferd? Was darf es denn sein? So, dann hier lang, rechts rum. Naja gut, aber ich glaube, wenn wir auf dem Pferd sind, können wir uns leider nicht mehr unsere eigentlichen Bestimmung, oder geht das? Nee, das geht nicht, oder? Doch, ah, doch, das können wir einsammeln. So, aber ich glaube, das ist alles ein bisschen eng hier für ein Pferd. Kann das sein? Oh, da wären wir ja beinahe in die Schlinge gelaufen. Yep, da müssen wir jetzt übers Wasser. Das wird wohl nichts. So, wie kommen wir denn hier am geschicktesten rüber, ohne nass zu werden? Oh ja. Zacki, zacki, zacki. Wie, ist jetzt schon außer Atem?
Schnauft aber ganz schön, der Junge. Guten Tag. So, wo lang? Rechts rum. Ja, wir werden hier niemanden eliminieren. Jetzt jedenfalls noch nicht. Wir halten uns ein bisschen zurück. Oh, es juckt in der Nase. So, weiter geht's. Weiter. So, hier sieht es doch nach Geld aus. Möchte jemand spenden? Hier vielleicht? So, zack. Leihe mir deine Augen. Da müssen wir hin, glaube ich. Jo, das sieht doch gut aus. Jep. Was war da? Oh, wird's da grün? Der Friedhof, von dem du sprachst. Das letzte Mal, als ich dort postiert war, hat Anwars Hund in eine von Abul Qasims Ohren gebissen. Bei Allah war der sauer. Ich habe Seitenstechen bekommen, so sehr habe ich gelacht. Oha, sehr schön. Naja, wenn das so ist... Aha. Wie kommen wir jetzt hier am besten rum? Kommen wir da irgendwo durch? Ne, müssen wir wieder drüber klettern? So ein bisschen zügig. So, was ist mit denen zwei? Kann man damit jetzt irgendwas machen? Ah, wir wollen aber erstmal ein bisschen unauffällig sein. Große Moschee entdeckt. Ja klar, so schaut's auch aus. So, dann hier hoch. Und dann mal drauf achten, weil ich bin der Meinung, ich habe nämlich beim letzten Punkt oder beim letzten Turm, da war nämlich auch eine Truhe, ne? Den Fehler habe ich nämlich gemacht. Ja klar. Da ist ein Raum. Und da gibt es bestimmt was, oder? Ja, außer Spesen nichts gewesen. Eine Falltüre, beziehungsweise eine Klappe, also eher wohl drunter. Zeige mir alles. Ja, nee. So, jetzt. Nee, da ist nichts drin, oder? Schade. Okay, dann weiter. Aha. Komm, hoch. Wo müssen wir hin? Da ist der Aussichtsturm. Sehr schön, der Aussichtspunkt. Hoch und synchronisieren, bitte. Sehr, sehr schön. Dann schauen wir doch mal die Weltkarte, was wir da zu sehen bekommen. Okay. Ein bisschen näher. Große Moschee. Ah ja, okay. Was haben wir hier? Historische Stätten natürlich, ganz klar. Dumm-di-dumm-di-dumm. Was ist das? Ach, die Schmiede. Klar, die hilft uns beim Verbessern unserer Waffen. Und hier können wir unsere Monturen verbessern beim Schneider. Das klingt soweit alles logisch. Auch hier ist eine historische Stätte. Okay, so wäre der nächste Aussichtspunkt hier auf der Richtung erstmal nicht. Dann würde ich doch vorschlagen, dass wir uns als nächstes diesem Aussichtspunkt widmen. Sudele. Und einmal absteigen. So, dann schauen wir mal, ob wir zwischenzeitlich wieder ein bisschen
Gefängnis. Oh, nein, nein. Aber ich habe so das Gefühl, da werden wir auf jeden Fall noch vorbeischauen. So, was ist denn das hier in 60 Metern? Ach so, das sind diese Teile, die man, glaube ich, runter... Okay, alles klar. Verstehe es. Ups, da war doch irgendwo... Ach. Ja, ich glaube, hier könnte es lukrativ sein, ein bisschen herumzulaufen. Ups, sind aber auch jede Menge Wachen hier. Uiuiuiui. Die Türken beherrschen das Heer. Und noch einen Ort entdeckt. Oh, und natürlich die Kit-Matun-Münzen. Okay, okay, okay. Ah, Codex, Codex. Sehr schön. Da, ich glaube, wir müssen hier durch, oder? Du bist unerwünscht. Ups. Ach du Schande. Ach du Schande. Die runde Stadt. Irgendwie haben wir uns da jetzt, glaube ich, ein bisschen in die Bredouille gebracht. Das wollten wir gar nicht. Denn, ups. Ja, klar, eine illegale Tat zu begehen erhöht deinen Bekanntheitsgrad. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir uns irgendwie hier aus der Misere bringen. Oder irgendwie unentdeckt werden. So, ich denke, wir werden verfolgt und alle flüchten vor uns. Wo gehen wir denn jetzt am geschicktesten hin? Ja, ich habe nämlich keine Lust, mich jetzt auf ein Gefecht hier einzulassen. Ah, ich glaube, die Situation beruhigt sich. Die Situation entspannt sich. Ja, ich glaube, die Jungs haben uns verloren. Aus der Sicht verloren. Aus dem Augen, aus dem Sinn. Gut. Ja, hier können wir natürlich auch kurz verweilen. So, so. Ach, die Kollegen da drüben sind entspannt, dann bin ich es auch. Zack. Gut. Wo müssen wir lang? Da, diese Richtung. Dann gehen wir mal diesen Weg. Dienstleistungen von Händlern. Am besten füllst du deine Verbrauchsgegenstände bei Händlern auf. Okay. Okay, okay, okay. Wo sind sie denn? Er hier, oder? Yep. Haben wir denn was? Hallo. Sei gegrüßt. Waren ansehen, Preis um 10%. Oh. Naja, warten wir es mal ab. Was hast du da? Hier gibt es viel zu stöbern. Yep, das ist soweit klar. Schnell auffüllen, ja klar. Kannst du deine Hilfsmittel-Elixiere sofort auffüllen? Auch das kennen wir schon. Und natürlich können wir den Plunder verkaufen mit einem Schlag. Okay, bei diesem Händler. Wir wollen verkaufen und allen Plunder verkaufen. Das können wir schon mal tun. Wutsch, weg damit. Und was hat das gebracht? Oh, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Okay, wir haben 341. Gibt es denn irgendwas, was wir gebrauchen können? Okay. Immer von Nutzen. Dein Köcher ist voll und auch da, denke ich, ist alles voll. Musst du etwas flicken? Oh. Oho. Das hier ist natürlich Bauteile. Bauteile werden wir wohl immer brauchen. Sehr gut. Okay. Ja, dann nehmen wir mal ein paar mit. Eine weise Wahl. Ich denke, das kann nicht schaden. Für deine Ausrüstung. Oh, eine Verkleidung, die kostet 500. Nein, die werden wir jetzt noch nicht mitnehmen. Haben wir auch kein Geld mehr. Was gibt's denn sonst noch? Ah, okay. Monturen, Farben und Talismänner. Ah, okay. Ja, aber die bringen uns eigentlich nur eine reine optische Geschichte und deswegen würde ich sagen. Alles? Ja, das wäre jetzt erstmal im Moment alles. Ich bedanke mich recht herzlich. Ich sollte mal weiter. Leb wohl. Ja. So, auf geht's zum nächsten Synchronisationspunkt, Aussichtspunkt.
So, wer hat denn was? Wer hat denn was? Wer möchte gerne seine Reichtümer mit mir teilen? Bitte nicht alle auf einmal. So, wir schauen mal. Aha. So, da kommt doch was. Da ist doch was. Da ist doch. Dankeschön. Ja, die Bänke können wir auch benutzen, um zum Beispiel uns unentdeckt zu machen. Okay. Und man kann die Zeit vergehen lassen. Ja, das ist, glaube ich, dann diese Geschichte mit dem Meditieren. Wo ist denn jetzt so eine Bank? Da, oder? Nee. Da, nein. Stopp, jetzt haben wir, glaube ich, ein bisschen die Übersicht verloren. Nee, da müssen wir hin. Okay, diese Richtung. Ah ja. Nein, 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 nein. Es juckt zwar im Finger, aber wir lassen es. Ah ja, eine Gefallensmünze. Okay, wir lassen mal. Ach du Schande, wir müssen. Ach, deswegen. Eieieiei. Ah, okay. Deswegen haben wir, glaube ich, ein bisschen Stress gekriegt, weil wir sind. Okay. Da müssen wir, glaube ich, hin. So, hat's da was? Naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall müssen wir jetzt wieder hier raus, weil das. Okay. Wir müssen, da ist so eine untertauchen. Und wir können meditieren. Okay. Damit wir dann praktisch die Zeit vergehen lassen. Tag und Nacht. So, dann werden wir jetzt mal hier lang gehen. Hier ist aber schick. Sehr schick. Yep. Sehr, sehr schick hier. Toll. Hat jemand den PIN-Code? Könnte mir mal mit jemand die Türe aufmachen? Eiferbübsch. Ja, dann werden wir vermutlich da mal hochgehen müssen. Jo. Ja. Okay, einmal hier hoch, bitte. Das ist eigentlich eher für die andere Richtung gedacht. Und sind da jetzt irgendwelche Buben unterwegs? Ja, die werden mir Ärger bereiten. Das wird denen nicht gefallen, wenn ich da hochgehe. Ist da oben eine Kiste? So, Augenblick, war die Wette. So, und? Können wir jetzt da hoch? Nein, natürlich nicht. Da können wir auch nicht hoch. Ja, da sind die Mauern dann doch zu hoch. Okay, aber hier können wir was machen. Ja, jetzt müssen wir nochmal schauen. Wo ist denn jetzt hier ein... Geh auf Erkundungsflug. Wo können wir denn hier... regulär oder legal. Das Tor ist zu. Das Tor ist zu. Und da? Das ist, glaube ich, auch nichts. Ja, da haben wir irgendwie den Absprung verpasst. Ach was. Ach, die Bogenschützen auf den Dächern, ne? So. Ja, klar, Sperrgebiet. Da kriegen wir nur Ärger. Oh, da drin? Nee, da drin ist keiner. Das gefällt mir ja nicht. Gut.
gut oder eben auch nicht. Oh, mit den Hühnern müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, wenn die anfangen, rebellisch zu werden. Dann machen die ein bisschen Stress. Okay. Dann da mal rüber. Okay, ist da irgendwo was Interessantes? Nein. Da ist nichts. Und jetzt müssen wir uns aber echt langsam Gedanken machen. So. Ach, hier bei den Leuten hier durchs Wohnzimmer. Ach, shit. Eigentlich wollte ich ja da oben rum, aber okay. So. Untertauchen, das nicht. Kein Wunder, dass wir vorhin Stress gekriegt haben, weil wir hier durchs Sperrgebiet gerannt sind und dann halt eben in die falsche Richtung. So, wie kommen wir jetzt irgendwie hier rüber? Wo gibt es denn hier einen Durchgang? Wo kommen wir hier über die Mauer? Lasst mich mal kurz schauen. Ach, da haben wir ja tatsächlich noch weitere. Okay. Naja gut, wir können natürlich jetzt auch einfach eine Schnellreise hierhin machen. Und dann sind wir auch draußen. Ja, manchmal muss man seine Fähigkeiten einfach nutzen. Ich wollte sagen, das haben wir doch schon synchronisiert, oder? Sonst hätten wir ja keine Schnellreise hinmachen können. Hä? Hey. Naja. So, also. Und den anderen Turm. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wir müssen in die Richtung. Eieieiei. Aber vom Prinzip her passt das so ungefähr, weil da müssen wir sowieso hin. Na. Huch. Da scheint ein Esel in der Nähe zu sein. Gut. So, diese Richtung. Interessant. Was haben wir denn hier? Dankeschön. Ja, wir wollen ja nicht ganz umsonst hier lang gelaufen sein. Es muss sich ja irgendwo auch ein bisschen lohnen, der Aufwand. So, der sieht auch so verdächtig aus. Sie trug so schwer an ihren Beutel. So, was haben wir denn hier? So, jetzt sind wir aber in der Nähe. Noch wenige Meter. Ups, Entschuldigung. Da ist es. Da müssen wir hin. Da ist unser Turm. So, mal schauen, ob wir da irgendwo eine Truhe oder irgendwas ähnliches finden. Das wäre nämlich herzallerliebst. So, komm schon, spring. Er möchte nicht. So, aber da geht's jetzt hoch. Jepper. Augenblick. Sei meine Augen, Enkidu. Wo haben wir denn jetzt? Ein Fenster. Ja, könnte auch ein bisschen schneller gehen.
Ah nee, das ist zu, das Fenster. Also da glaube ich, ist da nichts. Oder? Ja, Augenblick mal. Wie ist denn das, wenn man die Kisten hier killt? Naja, irgendwie dreht er gerade ein bisschen am Rad. Wir können ein bisschen was essen, aber Gesundheit ist voll. Und sonst haben wir eigentlich nichts. Also weiter nach oben. Ah, da geht's nicht weiter. Augenblick. Warte, warte. Na. Genau. So, jetzt hier rüber. Da geht's hoch. Da geht's hoch. Da geht's hoch. Da geht's nicht hoch. Einmal rüber. Ja, da geht's hoch. Und jetzt links. Sehr schön. Jetzt kommt er doch langsam hier in den Flow. Da kommt er gar nicht rum. So, wir synchronisieren. Sehr schön. Und einen weiteren wichtigen Ort haben wir entdeckt auf der Weltkarte, die wir jetzt nochmal kurz öffnen und synchronisieren. Und da sehen wir dann also, dass wir hier und hier dann noch ein paar Punkte, Aussichtspunkte haben. Und was ist das? Da haben wir Folge nur. Ja, natürlich, Kontaktpersonen in der Färbermanufaktur auf. Aber ich glaube, wir sollen erstmal hier hin und Beshi finden, die Aufständischen kontaktieren. Okay. Sehr schön. Und Dankeschön. Ich mache übrigens meine Stunts alle selber. So, 200 Meter, so weit noch. Wir waren zu weit weg, um Schreie zu hören. Was war das jetzt? Oh, wir sind in der Nähe. Okay. Okay, okay, okay. Lass deinen Blick schweifen. Wo müssen wir hin? Aha. Aha. Sonst noch irgendwas Interessantes hier in der Gegend? Nein, sieht nicht so aus. Sehr gut. Huch. Dann ein bisschen flotter. Ah, Augenblick, Augenblick, Augenblick. Wir möchten niemanden vergessen. Dankeschön. Danke, danke, danke schön. So, ich denke, wir werden gleich Beshi finden. Sehr schön, sehr schön. Es könnte Beshi sein, der da seine Männer anheizt. Wir stehen Seite an Seite. Und sollte einer fallen, dann hilft sein Nebenmann ihm auf. Wir wurden niedergetreten, gespalten. Und doch sind wir noch hier. Und solange wir Atem schöpfen, wird dieser Kampf weitergehen. Also wetzt eure Klingen. Betet zu Allah um seine Führung. Denn heute sehe ich einen großen Sieg am Horizont. Tja, und ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Okay. Bist du Beshi? Ich gehöre zu Nur. Du kanntest ihn, oder? Ich kannte ihn. Zuletzt sah ich, wie er aus der Stadt gejagt wurde. Lebt er? Gerade so, aber er ist in Sicherheit. Der sture Hund. Wie soll ich dich nennen? Basim. Nun denn, Basim. Hast du noch eine andere Klinge als dieses Buttermesser?
Du könntest durchaus etwas Größeres gebrauchen. Wofür? Willst du aufbrechen, Ali zu suchen? Noch nicht ganz. Das hier ist nur die Hälfte meiner Männer. Der Rest wird die Straße hoch im Hafen festgehalten. Wir könnten zu wenige sein, um einen Angriff zu wagen. Wenn du deine Männer retten willst, sollten wir mit Bedacht vorgehen. Ich gehe alleine, leise. Lass deine Männer hier warten und jene geleiten, die wir befreien. Ihr Verborgenen denkt alle gleich. Aber ihr denkt klug. Aha. Ja, das hört sich doch mal nach einem Lob an. Okay, wir sollen die Aufständischen kontaktieren. Das ist uns soweit erstmal gelungen. Und jetzt sollen wir die Aufständischen befreien. Aber das werden wir natürlich nicht mehr in dieser Folge tun, denn wir haben wieder mal unser halbes Stündchen erreicht. Und ich bedanke mich recht herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch das Ganze hier gefällt, dann gerne mich supporten mit einem Däumchen oder einem Abo. Das wäre natürlich herzallerliebst. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ich sage jedenfalls zunächst einmal recht herzlichen Dank fürs Zusehen, für eure Zeit und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir die Aufständischen befreien. Bis dahin sage ich Tschüss, ciao, cheerio, euer Badenfarmer.